Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Blogger und in diesem Video stelle ich die App vor Logo Maker. Und was man mit der so alles machen kann, zeige ich euch jetzt. Diese App findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da werde ich es euch für iOS und für Android reinpacken. Und jetzt haben wir gleich mal, werden wir hier begrüßt mit verschiedenen Vorlagen und so weiter und so fort. Hier für verschiedene Branchen auch, also hier mit Wasserfarben gezeichnet. Hier gibt es Pro-Versionen, wenn wir da draufklicken, könnte man jetzt hier für Pro, also für Geld, Logos bekommen oder sich die Varianten bekommen. Aber du kannst, hast hier auch noch verschiedene Anlässe praktisch. Hier für Mode, in der Mode-Label aufmachen bist, hier für Fotografie, für 3D-Logos, Technologie und so weiter und so fort. Ich habe mir heute gedacht, wir gestalten uns heute unser Thumbnail, das wo ich sonst immer jetzt die letzten Tage auch über andere Apps, die wo auch noch hier vorgestellt wird, vorstellen werde. Die macht man hier einfach selbst, indem dass wir jetzt einfach sagen, was nehmen wir denn jetzt am besten? Ich glaube, die Fotografie-Vorschläge da, die waren eigentlich schon ganz geil hier. Nehmen wir das, man könnte jetzt hier rein theoretisch was anderes reinmachen. Sagen jetzt hier, Logo Maker oder Logo Maker. Gut, Maker setzt man dann vielleicht unten rein. Dann kannst du das jetzt hier noch verschieben. Du kannst hier auf Bearbeiten gehen, dann kannst du verschiedene Schriftarten auswählen. Du kannst hier eigentlich deiner Kreativität praktisch frei ausleben. Die schaut doch ganz geil aus, dann nehmen wir doch das mal und dann gehen wir hier auf, da wollen wir vorerst speichern, gehen hier auf Änderung, na komm, Änderung und sagen hier Maker Kerl, genau, sagen hier OK, rücken das Ganze hier wieder in die Mitte. Gehen hier auf Bearbeiten und können uns hier dann auch den passenden, wenn es gibt, den passenden Look auswählen. Ich denke, das dürfte der gleiche Look sein wie der andere. Sagen hier zur Größe, gehen jetzt hier und machen das Ganze noch ein bisschen größer. Das kannst du hier beliebig groß machen. Hier passt eigentlich perfekt. Jetzt kannst du nur sagen, die Farbe schaut aber so ganz geil eigentlich aus. Jetzt gehen wir doch hier einfach mal auf, gut, wir könnten jetzt auch noch hier 3D Textspielereien machen, aber ich denke, das lassen wir jetzt so wie es ist. Kümmern uns vielleicht noch um das Bild da oben. Bearbeiten, ja gut, du kannst es nur so wieder bearbeiten. Schauen wir mal, vielleicht wenn wir jetzt hier auf Löschen klicken, jawohl, ah, okay, schaut auch ganz geil aus, vielleicht können wir damit ja irgendwas machen. Jetzt hier auf Logo und keine Ahnung, okay, das war vielleicht ein kleiner Fehler, dann machen wir das doch ganz weg. Ja. So, Formen. Hier haben wir auch wieder verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht mit Verzierungen könnte man spielen. Könnte man überlegen zu spielen. Nehmen wir doch hier mal sowas hier. Ja, dann kann man das eventuell größer machen und dann da reinziehen. Das wäre jetzt eine Überlegung wert, dass man sagt, man macht das jetzt wirklich größer.
Zack, dann gehen wir hier auf OK. Gehen hier wieder zu unserem Text. Okay, da seht ihr schon, das kann man nur hier rein und nicht direkt reinziehen. Das müsste allerdings doch auch irgendwie gehen. Aber hier wurde anscheinend mit verschiedenen. Ihr könnt es jetzt wieder nicht sehen, aber ich habe gerade mein Aufnahmegerät verschoben. Aber genau, hier sind verschiedene Bereiche. Jetzt nehmen wir doch einfach mal. Kann man das hier? Kann man verschieben? Dass man sagt, man nimmt das hier jetzt ganz nach unten. Nimmt diese Ebene hier dazwischen. Und ich denke, die Ebene müsste unsere Logo-Ebene sein. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau. So, jetzt müssten wir genau das hier reinschieben können. Das machen wir jetzt nochmal so. Gehen hier wiederum auf Bearbeiten. Jetzt muss ich euch wieder ein bisschen hier rüber schieben. So. Jetzt nehmen wir hier das, sagen hier Größe. Machen wir es vielleicht doch ein bisschen kleiner, das Logo. So, ich denke, das dürfte so ausreichen. Jetzt kannst du das hier reinziehen. So, das ziehen wir hier rein. Jetzt gefällt mir allerdings dieser Rahmen hier nicht so ganz so ideal. Ja, ich denke, das ist aber bei dieser Schriftart. Schatten, Abstand. Ah, okay. Da kannst du es hier auch nochmal verschieben, wenn wir das gewusst hätten. Aber gut, schaut ja so mal ganz geil aus. Ich denke, das speichern wir uns jetzt einfach ab als unser Thumbnail, wenn das funktioniert. Gehen hier auf Speichern. Okay, das geht nur in der Pro-Version als hohe Auflösung. Dann nehmen wir jetzt hier als JPEG niedrige Auflösung. Speichern in der Galerie. Warten Sie mal. Okay. Dann wurde es jetzt gespeichert. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier in der Galerie einmal an. Und hier ist es gespeichert in der Galerie. Also von daher, wenn ihr auf das Video klickt, wird höchstwahrscheinlich dieses Logo hier als Thumbnail erscheinen. In diesem Sinne, da ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, das hat mich freuen. Wenn es neu auf meinem Kanal bist, kannst gerne abonnieren. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Servus, habitere, euer Blogger, ciao, bis zum nächsten Mal.